Familientragödie in Bayern. In Regensburg soll eine 50-jährige Frau ihre 74-jährige Mutter getötet haben. Wie die Polizei bekannt gab, hatte die Tochter sich am Dienstagmorgen selbst in einer Klinik gemeldet und gegenüber Ärzten die Tötung ihrer Mutter zugegeben. Daraufhin fuhr die Polizei zu dem Haus, um den Vorfall zu überprüfen. Kollegen sind in das Haus rein und haben dann tatsächlich auch einen Leichnam aufgefunden. Allem Anschein nach handelt es sich dabei um die 74-jährige Mutter der Frau. Und ja, natürlich ist jetzt die Kriminalpolizei vor Ort, hat dementsprechend Spuren gesichert. Die Tochter der Toten wurde vorläufig festgenommen. Die Hintergründe und die möglichen Motive sind noch völlig unklar. Nachbarn in der ruhigen Wohngegend ist bisher nichts Verdächtiges aufgefallen. Die ganze Nachbarschaft ist ruhig. Ich habe nichts mitbekommen. Obwohl vieles auf ein Tötungsdelikt hinweist, will die Polizei dies noch nicht abschließend bestätigen. Die Obduktion der Toten ist für den kommenden Mittwoch angesetzt.